Die Bäckerei Geißler in Ostritz. Hier arbeitet eine ganz besondere Frau. Johanna Strauß ist Autistin. Seit einem Jahr ist sie hier, seit wenigen Tagen mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag. Das ist sehr schön zu wissen, dass ich jetzt vollwertiges Mitglied hier bin und dass ich hier bleiben kann. Und also ich finde es schön, hier zu arbeiten. Ich finde es schön, dass ich hier bleiben kann. Doch bis dahin war es ein langer Weg. Johanna macht trotz ihrer 80-prozentigen Behinderung ihren Schulabschluss an einer Oberschule in Görlitz. Es folgt eine Ausbildung zur Hauswirtschafterin und eine Lehre als Bäckergehilfin in Greifswald. Doch dann wird es steinig. Johanna schreibt etliche Bewerbungen. Oft wird sie nicht einmal zu einem Gespräch eingeladen. Ich habe mich umgehört, auch in Bäckereien, in denen ich Probearbeiten während meiner Ausbildung gemacht habe. Auch bei denen, wo ich mich schon gut eingearbeitet hatte, wo die Mitarbeiter mich auch mochten. Aber der Chef des Unternehmens hat auf meine Behinderung geguckt und hat dann gesagt, dass er so etwas wie mich seinen Mitarbeitern nicht zumuten möchte. So eine Absage, das ist so etwas, was ist einfach nur traurig. Doch dann bewirbt sie sich bei der Bäckerei Geißler. Schon beim Bewerbungsgespräch stimmt die Chemie und mit Johannas Behinderung gehen sie hier von Beginn an ganz offen um. Unsere Belegschaft haben natürlich sensibilisiert, dass wir jemanden mit Autismus in den Betrieb aufnehmen. Und da haben wir mit den Leuten eben geredet, dass jemand kommt und dass wir ein bisschen mehr Zeit uns nehmen. Aber die Zeit war gar nicht vonnöten. Das ging einwandfrei bei der Johanna. Autismus ist eine soziale Anpassungsstörung und kann sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Oft geht diese Behinderung mit einer Inselbegabung einher, so wie bei Johanna. Den Autismus bemerken wir in dem Fall, dass bei den Aufgaben, die Johanna hat, viel rechnen muss. Und Johanna ist ein Meister im Kopfrechnen, also ist das eher positiv zu bewerten. Nicht nur ihre Arbeit wird hier geschätzt. Hier ist sie auch als Mensch angekommen. Nicht zuletzt, weil Johanna stetig an sich arbeitet. Ich habe früher, als ich jünger war, wirklich Leuten nicht so oft in die Augen gesehen. Aber das lag nicht daran, dass ich ein Problem damit hatte. Es lag vielmehr daran, ich dachte, wenn ich sprechen kann und deute, dass ich zuhöre, dass es da nicht nötig ist, dass ich dabei Augenkontakt halte. Ich wusste nicht, dass es anderen viel bedeutet, dass ich ihnen in die Augen sehe. Das habe ich erst später erfahren und habe mich dann bemüht, ihnen in die Augen zu sehen. Und das kommt mir heute eigentlich viel natürlicher dann vor. Johanna hat es geschafft. Dank der Unterstützung ihrer Familie und ihres Arbeitgebers kann sie trotz ihres Handicaps ein selbstständiges Leben führen.